Ich habe in einem Interview in der Bild am Sonntag am vorletzten Wochenende darauf hingewiesen, dass die Union dabei ist, große Teile der Bundeswehr, große Teile der Bundespolizei und auch große Teile der Polizei an die AfD zu verlieren. So habe ich mich ausgedrückt. Das Ergebnis dieser Einschätzung war, dass ich öffentlich kritisiert wurde, auch aus den eigenen Reihen, und dass einige meinten, mir mit diesem Satz, wir verlieren Wählerinnen und Wähler an die AfD, unterstellen zu müssen, Merz, Doppelpunkt, Rechtsruck bei Polizei und Grenzschutz. Kann es sein, dass nicht diese Wählerinnen und Wähler sich verändert haben, sondern dass diese Partei, der sie den Rücken kehren, übrigens, das sind zwei, das ist nicht nur die Union, das ist auch die SPD, auch die Sozialdemokraten haben in diesen Berufsgruppen massiv an die AfD verloren. Kann es sein, dass sich nicht die Wähler verändert haben, sondern dass wir diesen Wählern keine Antworten mehr geben auf die Fragen, die sie stellen? Kann es sein, dass Bundeswehrsoldaten, die in die Einsätze geschickt werden und zu dem Zeitpunkt, wo die Einsätze beendet sind, nicht zurückgeholt werden, weil die Transportkapazitäten fehlen, sie zurück nach Hause zu holen und sie Tage oder Wochen an den Standorten bleiben müssen, bis da mal ein Flugzeug vorbeikommt und sie abholen, einfach die Nase voll haben von ihrem Dienstherrn, der seine Zusagen nicht einhält. Kann es sein, dass Polizeibeamte die Ladendiebe einmal ums andere Mal immer wieder dieselben laufen lassen müssen, selbst bei dreistelligen Summen Ladendiebstahl, weil nicht genug Staatsanwälte und Richter vorhanden sind, um die Strafverfahren durchzuführen? Kann es sein, dass die Recht haben mit ihren Beschwerden, mit ihren Erfahrungen, die sie jeden Tag machen in Deutschland bei der Kriminalitätsbekämpfung, bei der inneren und äußeren Sicherheit?